Guten Morgen, liebe Leute, oder moin moin oder guten Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ich habe es euch versprochen, heute nehme ich euch mit auf den Roadtrip. Ich bin schon seit knapp 2,5 Stunden unterwegs, bin jetzt irgendwo kurz hinter Frankfurt, habe also den wunderschönen Schwarzwald schon hinter mir gelassen. Jetzt geht es gleich weiter, habe eine kurze Pause gemacht und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal ein paar schöne Aufnahmen aus dem Schwarzwald. Da findet sich sicher irgendwas im Archiv, oder? Also viel Spaß damit und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao! So Leute, die zweite Pause und ich habe tatsächlich nur noch 160 Kilometer auf der Uhr, die noch abspulen muss, also fast da. Und ich erzähle euch gleich auch, wo es hingeht, aber erstmal muss ich tanken. Auf geht's. Also Leute, ist ganz schön pussig hier. Ich bin jetzt in der Nähe von Bremen und ja, fast da. Ich fahre in die Elbe zu meinem Bruder, den besuche ich und wir bauen ein bisschen hier am Bus rum. Freue mich voll drauf. Es ist kalt hier. Ich habe jetzt nur für 20 Euro getankt, weil der Liter Diesel hier einfach 1,579 kostet. Das ist schon ordentlich. Ich habe es ja zum Glück nicht mehr so weit und hoffe, irgendwo da auf dem Dorf ist der Sprit ein bisschen billiger. Und zum Thema Diesel habe ich gleich auch ein paar Gedanken. Aber das machen wir drin. Ich gehe jetzt schnell bezahlen und dann sprechen wir über ein paar Gedanken, die ich hier gerade auf der Autobahn hatte. Also bis gleich. Ganz staubig hier, du Mensch. Da ist noch was. Ich habe es gerade schon gesagt, mir kamen während der Fahrt so ein paar Gedanken, zum Beispiel zum Thema Diesel. Als ich vor allem durch Hessen und NRW, so da Sauerland, die Grenze da gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass verdammt viel Wald da einfach weggestorben ist, aufgrund des Borkenkäfers, glaube ich. Und das hat natürlich auch mit dem Klimawandel zu tun, dass die Bäume nicht genug Wasser haben und so weiter. Also das war schon erschreckend. Da waren wirklich ganze Hügel komplett entwaldet und oder braun mit toten Bäumen. Also das hat mich doch schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Vielleicht muss ich den zum E-Auto umrüsten lassen oder so. Ja, und mein zweiter Gedanke war, Leute, die mit konstant 120, 130 schön auf der Mittelspur fahren, die machen sich das natürlich bequem und einfach, aber das bringt das ganze System durcheinander und nervt unheimlich. Das nur mal so am Rande. Gehörst du auch dazu? Irgendwie hatte ich noch was Drittes. Fällt mir nicht ein. Naja, ich war jetzt mal weiter. Vielleicht fällt es mir dann noch wieder ein. Und dann sehen wir uns in Krummdeich. So heißt der gute Ort. Das ist an der Elbe. Und mal schauen, was da so auf uns wartet. Wetter könnte noch besser sein. Also weiter geht's. Ab auf die Piste. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin angekommen nach knapp 8 Stunden Fahrt, glaube ich. Eigentlich ein ganz guter Schnitt für 770 Kilometer. Und
Hier bin ich angekommen. Moin. Bei meinem kleinen der Bruder. Ist auch richtiger Rowdy eigentlich. Ja. Rory der Raser. Ja, da steht er. Und da steht auch noch ein Bus. Aber dazu gibt es die Tage vielleicht mal was. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dazu auch ein Video sehen wollt. Zu diesem wunderschönen T3. Und wir werden in den nächsten Tagen ein bisschen was werkeln hier an meinem Bus. Da freue ich mich auch schon drauf und bin ganz dankbar, dass du mir hilfst. Und jetzt fahren wir aber erstmal ins Deich. Ne? Ich will das Wasser sehen, wenn es denn da ist. Also, auf geht's. Wasser angekommen oder beziehungsweise in der Nähe davon, so nah wie es halt geht. Da hat man einen schönen Blick auf das Atomkraftwerk. Welches ist das? Das ist das Atomkraftwerk Brockdorf. Ist das noch? Nee, Quatsch. Brunsbüttel. Brunsbüttel ist das. Ja. Ja, Brockdorf ist da hinten irgendwo. Ja, also zwei Atomkraftwerke hier, also wunderbare Aussichten, aber die sind beide zum Glück nicht mehr in Betrieb, aber ja, Strom gibt es trotzdem genug. Strom gibt es trotzdem genug. Ja, es ist hier alles wunderschön. Da hinten fährt so ein dicker Pott. Oh, den kann man jetzt nicht sehen. Da muss ich mich einmal so drehen. Ne? Sieht man den jetzt? Also ich guck mal da aufs Display. Weiß ich nicht, aber nee, sieht man nicht. Okay, aber hier fahren ganz viele dicke Pötte durch, also die kommen von der Seite und fahren dann nach Hamburg weiter. Und auch wir fahren gleich noch auf dem Wasser rum, ne? Was ja, machen wir? Wir werden einen kleinen Segelturn machen und da werden wir einen Genager ausprobieren, der ist nagelneu. Und dann schauen wir mal, ob der klappt, ne? Voll cool, ich freue mich mega, dass du das organisiert hast, dass wir hier noch eine Runde segeln können. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Und ja. Also ich versuche da auch ein bisschen was zu filmen, selbstverständlich. Schauen wir mal, ob das was wird. Ja, wir sehen uns auf dem Boot wieder, oder? Ist so. Ist so. Mit einem Bierchen vielleicht. Ja. Ja, liebe Leute, ich habe beim Segeln dann gar nicht mehr so viel gefilmt. Ich habe es einfach genossen, ein bisschen auf dem Wasser zu sein. Das war richtig schön. Es war noch ein bisschen kalt, aber hat richtig Spaß gemacht, das erste Mal segeln in diesem Jahr. Und ich hoffe, da kommen noch ein paar Tage dazu, auch vielleicht im Sommer. Schauen wir mal. Und jetzt geht es hier nämlich diese Woche erstmal für mich und Malte weiter. Wir wollen ein bisschen was an meinem Bus bauen. Oi, bleibt doch hier. Katzen bringen Klicks. Nein, Spaß. Genau, Malte und ich wollen so ein bisschen was an meinem Bus noch bauen und das filme ich natürlich auch alles und das kommt dann nächste Woche, das erste Video davon. Also da könnt ihr gespannt sein. Dann könnt ihr mir nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. So eine Art Vlog jetzt hier mal, da ging es nicht so sehr um den Bus, ob ihr das auch cool findet oder ob ihr nur so Busbauvideos sehen wollt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wenn du mehr Katzen-Content haben willst, dann kannst du hier abonnieren. Dann vielleicht machst du nächste Woche wieder mit. Ja, mach nächste Woche wieder mit. Also für Katzen-Content hier abonnieren und hier kannst du dir ein weiteres Video von mir anschauen. Zum Beispiel vielleicht, wie rostig mein Bus ist oder so. Wir sehen uns. Bis bald. Nächsten Sonntag, 19 Uhr. Ciao. Miau. Miau.